Ich bin die Annabelle, ich studiere hier an der Hochschule Furtwangen am Campus in Villingen-Schwenningen Molekulare und Technische Medizin. Um meinen Studiengang ganz kurz einfach mal zu erklären, wir haben ungefähr 35% Biologie und Molekularbiologie. Da haben wir dann solch, da geht es dann darum, zum Beispiel, wie ist eine DNA aufgebaut, also die kleinsten Einheiten im Körper. Wir haben 25% Medizin, sowas wie Anatomie, Physiologie, also wie ist der Körper groß, in großen Molekülen aufgebaut, 10% Mathematik, 20% Physik und Technik. Da haben wir dann sowas wie bildgebende Verfahren, also wie funktioniert ein CT und was ist die Biologie dahinter, wieso funktioniert das im Körper. Dann haben wir noch 10% sogenannte Soft Skills. Das sind dann Fächer wie Medizinrecht, Qualitätsmanagement, aber auch wir haben auch einen großen Anteil an Englisch, also Sprachen sind auch sehr wichtig. Und was mir hier in meinem Studiengang sehr, sehr gut gefällt, ist, dass wir zum einen das Praxissemester haben. Das ist das 6. Semester, wo wir nochmal in die Industrie oder in Krankenhäuser gehen können, um einfach schon mal Erfahrungen in unserem Bereich zu sammeln. Und wir haben sehr, sehr viele Praktikas, wo wir einfach das Gelernte anwenden können hier an der Hochschule in Versuche. Und wenn du jetzt einfach irgendwelche Fragen hast, schreib mich einfach an. Ich versuche sie dir zu beantworten.